Okay. Oh, scheiße, das hört sich nach einem Geschützturm an. Ankermann, tot? Nee. Aber jetzt. Oh ja, schön, dass da genau wo ich hinschieße, einer ein Fass platziert hat. Ist auch gut, dass wir noch eine Granate haben für den Mann an der Geschützstellung. So, die ist für dich. Oh yeah. Granate explodiert, Fass explodiert. Sieht spektakulär aus. Man könnte meinen, wir sind in einem Michael Bay-Film, ne? Obwohl, da müssten alle Wände ja auch explodieren. So, jetzt sind leider keine Gegner mehr hier. Jetzt hätten wir die schön mit dem Geschützturm hier bearbeiten können. Aber apropos Film, ich nehme das jetzt hier auf Ende 2021 und im Anfang des nächsten Jahres, ich weiß jetzt nicht genau, ob es im Januar oder Februar ist, kommt ja der Uncharted-Film endlich in die Kinos. Ja, bin mal gespannt, wie der wird. Ich weiß, dass jetzt alle den schon, auch glaube ich, aus Prinzip schon hassen, weil es eine Videospielverfilmung ist. Aber mal schauen. Sind ja noch so ein paar andere am Start. Der Resident Evil-Film ist ja, ich glaube, der ist jetzt schon in die Kinos gekommen vor kurzem. Ja, der ist schon in die Kinos gekommen. Dummerweise läuft der bei uns im Kino nicht. Ist ja noch nicht angelaufen, weil den wollte ich mir eigentlich wohl gerne angucken. Und werde ich dann, sobald er bei uns hier im Kino anläuft, so ein kleineres Dorfkino halt, weiß nicht, warum das bei dem Film länger dauert, weil sonst eigentlich bei allen anderen laufen die immer auch direkt an, wann sie eben halt veröffentlicht worden sind für die breite Masse. Aber naja, muss man dann halt eben abwarten. Ja, ich bin gespannt, wie der so wird. Hab online nur viel Scheiße drüber gelesen, aber das ist ja immer so. Da gebe ich auch nichts drauf und ja, ich gucke mir trotzdem im Kino an. Sobald die Gelegenheit dann da ist. Aber okay. So, da haben wir... Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Das dachte ich mir vorhin auch schon. So, dann gehen wir doch mal hier hoch. Na, ihren Fallschirm untersuchen können wir nicht. Aber wir können uns hier drüber hangeln. Ah! Elena. Was zum Teufel macht sie da? Ich weiß es nicht. Hallo? Buca Pinto! Siabaini, di Terra Tijara. Cialano! C'è Patan Buca Pinto! Ah, Kai! Kai! Es klappt! Kai! Los ans MG! Nicht gut. Keine Ahnung, was die da sagen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, was Buca Pinto heißt. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Revolver und das heißt Action. In Ordnung. Jetzt reicht's mir aber mit diesen Typen. Ja, vor allen Dingen, das reicht mir damit, weil so elendig viele von denen da sind. Aber hey, wir lassen mal unseren neuen Revolver hier sprechen. Jo, der hat auf jeden Fall ordentlich was dahinter. Tötet auch, glaube ich, die meisten normalen Gegner mit einem Schuss. Oh yeah. Und diese Explosion hat mal eben, glaube ich, zwei oder sogar drei auf einmal erwischt. Das nehme ich natürlich dann auch gerne mit. So, und wir... ja, komm. Ah, okay, da lag unsere alte Maschinenpistole. Dann behalten wir doch mal die Pumpgun. Und nehmen die Maschinenpistole mit. Für größere Entfernungen, wie zum Beispiel bei dem Affen dort. So, und dann sehen wir zu, dass wir hier runterkommen. Können wir hier durch? Nein. Aber ist auf jeden Fall klar, wo wir hin müssen. Und es ist auf jeden Fall auch klar und gut zu wissen, dass Elena noch lebt. So, und dann hier die Treppe runter und da ist das Tor, was die Piraten freundlicherweise für uns geöffnet haben.
frage mich jetzt, wer steckt eigentlich bei denen überhaupt dahinter? Haben die sowas wie einen Anführer oder haben die sich einfach alle gleichermaßen zusammengeschlossen? Naja, wir werden so erst rausfinden, wenn wir jeden einzelnen von denen umgelegt haben. Naja. So. Oh Gott. Ah ja, auch so eine Stelle, die mir so ein paar Nerven gekostet hat. Nee. Jetzt. Treffen wir den? Okay, er hat auf jeden Fall gerade laut von sich gegeben, dass er Schmerzen hat. Oh Mist. Ich glaube aber, die bessere Lösung ist hier erstmal von Deckung zu laufen. Oh shit. Na komm raus. So. Für solche Räume ist die Pumpgun doch wie gemacht. Ah, ja, ein Granatwerfer. Der hilft uns auf jeden Fall gut weiter. Da lasse ich mich auch nicht lumpen. So, Feuer und Bam. Das war's für dich. Und auch für die Geschützstellung. Ah ja, den Raum kenne ich. Mal einen Klempner vorbeischauen. Auch noch zu gut, das war so die erste Stelle, wo ich richtig, richtig lange festhing. Weil hier recht wenig Platz ist und hier ziemlich viele Gegner im Anmarsch sind. Da habe ich echt eine ganze Weile gebraucht, hier heil durchzukommen. So finde ich so die erste Stelle im Spiel, die richtig für Frust sorgen kann. Ordner toll. Verdammt. Macht ihn alle. Gib ihm den Rest. Ja, so schnell kriegt ihr mich nicht, Freunde. Jawohl. So, das ist aber, glaube ich, noch nicht die letzte Welle hier. Naja, da kommen die nächsten. Das ist besonders blöd, wenn man dann von den Pumpgun-Männern überrascht wird. Das nervt immer ziemlich. Das hat auch mir damals die meisten Tode hier gekostet. Aber bisher läuft es gut. Wow. Nee, weg, weg, weg. Und so geht langsam aber sicher geht uns die Munition aus. Aber wir haben noch unseren Joker. Oh fuck. Mit dem letzten Schuss haben wir sie. So. Ja, nee, wir haben sie noch nicht. Jawohl. Ist auch noch eine. Oh, scheiße. Haben wir's? Ich glaube. Ja, okay. Erster Versuch. Hatte ich wohl doch schwerer in Erinnerung. Ich hab... vielleicht ist alles das, was ich immer aus früheren Erinnerungen habe, gar nicht mehr wahr. Genauso wie mit den ganzen Flugzeugmännern. Vielleicht habe ich es einfach nur... Nee, aber ich... Ich erzähl da keinen Scheiß. Das könnt ihr mir gerne glauben. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es euch ja sogar selber ergangen, als ihr das damals gespielt habt. Könnt ihr ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und hey, Drake kann auch gut auf einem Bein stehen. Fast so gut wie der Terminator. So, aber gut, weg vom Terminator. Da sind wir ja eigentlich, obwohl da sind wir eigentlich auch schon bei den ganzen Leuten, die wir umgelegt haben. Bis dato auch noch nicht einmal gestorben.
Ja, kann doch gerne so weitergehen. So, wir müssen jetzt aber erstmal hier hoch. Nee, das war eigentlich nicht so geplant. Also nochmal das Ganze. Ja, wir müssen eigentlich nur hier hoch und dann diesen... diesen Schalter, diese Kette hier betätigen, damit hier ein wenig Wasser fließt und der Wasserstand sich erhöht. Wahrhaftige Zauberei. Denn mit höherem Wasserstand kommen wir auch an die höheren Plattformen. Wer hätte das gedacht? Ja. Ja, ist ja übrigens ist ja auch sehr, sehr lustig, da er ja unter anderem die Tomb Raider-Spiele Uncharted beeinflusst haben und dann Uncharted die neueren Tomb Raider-Spiele wiederum beeinflusst hat. Was zum Beispiel die Story oder die Story um die Charakterentwicklung angeht oder halt auch dann die Spielmechaniken. Ist schon ziemlich interessant, wie sich das so über die Jahre gewendet hat. Schlüssel zur Vergangenheit. Auch wenn ich sagen muss, dass Uncharted meiner Meinung nach wesentlich besser geschriebene und wesentlich besser geschriebene Charaktere mit sich bringt. Und auch, wie ich finde, sympathischere. Also wenn ich da zurückdenke an das erste Tomb Raider-Spiel, also von den neueren, das von 2013 mit dieser... Oh Gott. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow, verdammter Mist. Feuer! Wollen die aus meiner Karte einen Schweizer Käse machen? Ja, was ich gerade sagen wollte, wenn ich da denke an die Performance von Nora Tschirner als Lara Croft, da wird mir... nicht gut. Und wie gut, dass man sie für die Nachfolger, die meiner Meinung nach auch viel besser sind als der, also auch vom Spielerischen her besser sind als der erste Teil, den ich jetzt nicht scheiße fand, um Gottes Willen. Aber okay, das halt dann dazu. Oh Gott. Kommen. Ein paar mehr Flugzeugmänner werden jetzt mal angebracht. Das wirst du morgen gar nicht mehr spüren. So. Eine Sache noch hätte ich vielleicht noch eher erwähnen sollen. Falls ihr euch wundert, warum das Spiel manchmal, was die Farbtöne angeht, so ein bisschen blass wird. Werden wahrscheinlich einige auch wissen, dass es nicht, weil ich bei den Videos die Farbe rausnehme, sondern das zeigt uns halt einfach an, wie viel Schaden wir genommen haben. Je weniger Farbe im Spiel, desto näher sind wir halt im Tod, aber ja, die meisten werden es wahrscheinlich auch wissen. Aber kann natürlich sein, dass welche zugucken, die möglicherweise von diesem Spiel hier gar nicht gehört haben oder die vielleicht jetzt von dem Film gehört haben und dann mal sehen wollen, was das eigentlich für Spiele sind und dann rein zufällig in eins dieser Videos hier gestolpert sind. Keine Ahnung, ja. So, was ich gesehen habe von dem Bilder von dem Film, scheint das wohl eine Art Prequel zu sein. Denn, erstmal hier. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Vielleicht, dass der Turm ein Schlüssel ist oder im Turm ein Schlüssel ist, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir auf den Turm. Versuchen wir mal irgendwie nach oben zu gelangen. Müssen wir doch hinkriegen. Naja, also was ich jetzt so am Bildmaterial gesehen habe, einen Trailer habe ich mir noch nicht angeguckt, scheint das ja ein Film zu sein, der ein Prequel ist, weil sowohl Nate als auch Sully sahen sehr, sehr jung aus. Jetzt nicht so der kleine Junge wie im dritten und vierten Teil, aber wahrscheinlich so weit vor diesem Spiel. Oh Gott, Quicktime-Event.
Hätte ich fast vergessen, dass das Spiel auch solche hat. Wird auch nur sehr wenige davon. Ja, auf jeden Fall. Sully wird, glaube ich, von Mark Wahlberg gespielt, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß jetzt nicht, wer Drake spielt. Aber ich meine, dass Sully wird von Mark Wahlberg gespielt. Weiß ich nicht, ob das so passend ist, weil ich muss da immer an diesen gottbeschissenen Max Payne-Film denken. Ich weiß, dass Mark Wahlberg heutzutage einer so der größten Schauspieler überhaupt ist. Aber ja, ich stamme noch aus der Generation Marky Mark and the Funky Bunch, falls das euch was sagt. Oder er hat ja auch einen Bruder, Donnie Wahlberg. Der war bei New Kids on the Block. Sagt den Jüngern wahrscheinlich auch nichts mehr. Und ja, eigentlich Mark Wahlberg war ja eigentlich neben seiner Musikgruppe da, die jetzt ja nicht, also will jetzt nicht sagen ein Flop war, also Erfolg hatten die durchaus schon, aber er war ja eigentlich, also das, was ihn wesentlich bekannter gemacht hat, war ja eigentlich, dass er Unterwäschemodel war. Nicht, dass ich sowas verfolgt habe, aber damals liefen sehr, sehr viele Werbespots mit ihm im Fernsehen. Und halt auch, wenn man, wie ich das damals so Sender geguckt hat wie Viva. Ja, es gab damals einen Musiksender, der nannte sich Viva. Und MTV gab es natürlich auch noch. MTV gibt es heute auch noch, aber ich glaube, die sind seit vielen Jahren eh nur noch Pay-TV. Ich bin so frei. Danke. Und ja, wir haben den Schlüssel gefunden, nebenbei. Wo wir nebenbei die ganze Zeit von Mark Wahlberg reden. Und dann seilen wir uns doch mal hier einfach mal ab. Und mit dem Schlüssel in unserer Hand gehen wir dann mal zurück zu diesem Tor. Ja, aber okay. Ja, es gab damals so Sender wie Viva und MTV und da liefen recht viele Werbespots Anfang, Mitte der 90er sowas, wo er eben halt auch zu sehen war. Ich weiß jetzt nicht, welche Schauspielrolle ihn seinen Durchbruch gebracht hat. Also Donnie Wahlberg war auch Schauspieler, hatte aber hat bei weitem natürlich nicht den Erfolg wie Mark. Nein? Bin jetzt auch kein Filmnerd, aber hey, wir haben die Tür geöffnet und sind in einem alten Gefängnis. Vielleicht ist ja Elena jetzt zufällig irgendwo. Wo zur Hölle ist sie? Schon mal nicht hier gefangen genommen worden in der Zwischenzeit. Na, ich bleib mal bei der Pumpgun. Hier. Oh Gott, scheiße. Okay. Oh, Kacke, da oben ist ein Geschützturm. Oh, oh, gleich nicht! Mich eigentlich gar nicht an so viele Mark Wahlberg-Filme erinnern, muss ich sagen. Also mir kommt immer als erstes, zwei Filme kommen mir immer in den Sinn, die ich beide ziemlich schrecklich fand. Der eine hatte ich gerade schon gesagt, das ist diese beschissene Max Payne-Verfilmung. Und dann der andere ist The Happening. Und den fand ich auch furchtbar. Das fallen mir so aus dem Stegreif, fallen mir, ich glaube, ein paar der späteren Transformers-Filme hat er, glaube ich, irgendwie Shia LaBeouf ersetzt in der Hauptrolle, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich muss auch sagen, von den Transformers-Filmen habe ich nur den allerersten gesehen. Na toll. Also ich war ohnehin nicht der allergrößte Transformers-Fan und den habe ich eigentlich nur geguckt, weil das damals im Kreis mit ein paar Kumpels gemacht haben. Wobei wir dann wieder bei Michael Bay waren. Der wiederum hat ein paar Filme auf seiner Kante, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Unter anderem der erste Bad Boys Film natürlich. Und ein Film, den ich auch ganz gerne mag,
ist die Insel. Ist jetzt nicht ein super anspruchsvolles Werk, aber dafür ist Michael Bay halt auch nicht bekannt. Aber ist halt jetzt auch kein Film, wo alles irgendwie explodiert oder so.